Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mordors Schatten oder Mittelerde Mordors Schatten. Der Name der Macht, ja, in diesem Part wollen wir uns ja Thorwins Jagd annehmen und den weißen Grauger jagen, der riesig sein soll. Aber vorher will ich ein bisschen Nebenquest machen und ich stehe hier jetzt nochmal am Namen der Macht, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und da die Nebenquest machen wir auf jeden Fall jetzt mal. Diese Stammesbrüder müssen dafür leiden, dass sie den dunklen Herrscher verflucht haben. Beweise dich gegen ihre Unterdrücker als wahrer Herausforderer von Saurons Macht. Wie immer müssen hier Sklaven büßen. Wirf Uruks Vorsprünge herab. 3 Stück. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Er hat den Tod. Okay. Der Herrscher ruht in jedem Uruk. Wenn du ihn beleidigst, beleidigst du uns alle. Verstanden? Interessant. Ich soll die runterwerfen? 3 Stück? What the fuck? Was soll ich das denn machen? Der Hauptmann hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. So? Das sah gut aus. Ja, so sollen wir das anscheinend machen. Was? Habt ihr das gehört? Dann machen wir das doch mal so. Sag es noch einmal. Gib mir einen guten Grund, Sklave. Ich reiße dich in Stücke. Ein toter Uruk. Belastend. Belastend. Hat der andere auch schon Bock auf uns? Nee, der hat noch keinen Bock auf uns. Okay. Den schnell wegziehen und bam, perfekt. Gut, dann befreien wir mal die Sklaven. Ganz schnell. Zack, der muss weg. Ich schneide dich los. Hier rüber, hilf mir. Yep. Du bist frei. Hallo, Kamera. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Natürlich. Aber wir stellen das clever an, weil da sind echt viele Uruks. Ob Speer, ob Schwert oder Axt, jede Waffe taugt dazu. Hast du das gehört? Ich hab das nicht gehört. So, das war mal eine Theorisieren. Ja, die haben davor vielleicht sogar jetzt ein bisschen Angst. Nice. So, den können wir hier auch aus dem Schatten erledigen. Oh, das ist ein Berserker. Das ist nicht so gut. Der ist krass. Lol. Ich hab den einfach getötet mit dem Move. Okay, das ist gut gewesen. Oh, 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 oh. Das ist nicht so gut. Moin. Du bist gerade original in dein Verderben gerannt. So, den schneiden wir los. Da kommt ein Schütze. Schnell, 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 schnell. Freiheit! So. Okay. 1 Sklaven müssen wir noch befreien. Oh, was ist denn, wenn ich mal... Du glaubst, der dunkle Herrscher ist dein Weg, nicht wahr, Klave? Was war das? Glaubst, er kann dir nichts tun? Dafür bin ich. Höre auf meinen Befehl. Greif sie an, greif sie an, greif sie an. Hab ich da gerade etwas gehört? Wir wurden verraten! Komm, greif sie an. Du auch. Greif sie an. Sehr gut. Komm. Perfekt. Das ist dein Ende. Perfekt. Ja. Der dient uns. Sehr schön. Ich würde sagen, die Nebenmission haben wir mal astrein zu 100% perfekt abgeschlossen. Wo ist ihr dunkler Herrscher jetzt? Diese fauligen Kreaturen verdienen jeden Hieb, den du ihnen austeilst. Danke, Waldläufer.
Gib deinen Willen auf! Kein Problem. So, die Frage ist natürlich, ob uns der jetzt noch groß helfen wird. Wahrscheinlich eher nicht, aber hier unten habe ich eine Pflanze gesehen. Wir haben ein bisschen Leben verloren. Und ich möchte mich jetzt dem weißen Grauger stellen. Und vielleicht machen wir noch eine Nebenmission, wenn auf dem Weg noch eine ist. Da ist eine Rudel von Karagors. Soll ich da mit einem Karagor hinreiten? Hat das was zu sagen? Erstmal nehmen wir das Artefakt hier mit, ne? Also wir sollten ja auf jeden Fall einen Karagor haben, das weiß ich noch. Zerfetztes Banner. Da. Sehr schön. Diese Spinnen kriechen aus den Wänden. Sie sehen unheilvoll aus. Die Kinder Ungolians. In ihrem endlosen Hunger verschlingen sie das Licht. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir das... ob wir uns einen Karagor zähmen sollen. Da sind zwei ganze Uruks. Wow. Hunger ist jetzt verfügbar, okay. Du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist du alles gut. Du deine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns. Hier, kämpf du mal gegen den großen Bruder. Kumpel. Okay, der hat ihn einfach von hinten abgestochen. Alter, holy shit, was ist hier los? Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Okay. Keine Ahnung, was hier abgeht für eine Party. Ich weiß aber, dass diese Party gesprengt wird. Hahaha. Ja, folgt mir mal. Ja, 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 folgt mir ruhig, folgt mir los, alle auf einmal. So, da wäre jetzt noch eine Mission. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die Hauptquest ganz? Okay, da hinten. Der große weiße Grauk. Wie wäre es mit einer Schwertmission nochmal? Bevor wir die machen? Wir sind jetzt hier in der Nähe. Der dunkle Reiter. Die Diener des dunklen Herrschers machen sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten. Doch der dunkle Reiter... okay. Doch der dunkle Reiter stürzte auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Komm, da sehe ich uns doch. Reite den Karagor. 5 Uruks durch Karagor bis zu töten. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Töte die Uruks, um die Hinrichtung zu verhindern. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre... Das kriegen Warte. Wir auf jeden ich Fall hin. So, komm. Die müssen wir alle umhauen. Unser Karagor darf natürlich auch nicht sterben. Das wäre natürlich super schlecht. Aber der regeneriert ja Leben, wenn er die beißt und frisst, hoffe ich doch. Aua, das ist nicht gut. Wir verlieren ganz schön viel Leben. Also unser Karagor verliert ganz schön viel Leben. Okay, perfekt. Okay, das haben wir geschafft. Ab zur nächsten Hinrichtung. Schnell, wir haben auch nur 3 Minuten, also jetzt noch 2 Minuten, wie ich gesehen habe. Komm. Bam. Drauf da.
Und der Karagor muss überleben, das ist wichtig. Die Sklaven müssen abhauen und der Karagor muss überleben. Komm, schnell. Oh. Wenn die ihre scheiß Dinger werfen, ist das echt übel, wenn die Fernkampf machen. Hier, schon wieder. Jetzt ist er mit dem Fernkampf. Nee, das wäre nicht so gut, glaube ich. Weil wir wären dann echt langsam. Perfekt. Und er hat es richtig verkackt. Komm, friss ihn auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ab zur letzten Hinrichtung. Das wird ganz schön eng von der Zeit. Das wird richtig eng. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elben niederschlagen. Ah, dammit. Komm. Komm, der Karagor muss überleben. Und er muss fressen. Das ist das Wichtigste. Schützen halten hier zum Glück nicht so viel aus. Sehr gut. Ja, hol dir mal den Karagor. Alter, die mit ihren Äxten, ne? Holy shit. Okay, perfekt. 100%. Sehr schön. Und wir haben sogar einen Karagor und können jetzt schnell zum Dingens reiten. Oh, wo ist denn das Symbol? Warte mal eben. Das müsste doch hier irgendwo sein an der Wand, ne? Ja, da. Das holen wir uns auch nochmal. Perfekt. Wir haben schon echt viele Sachen gesammelt, muss ich sagen. Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die schwarze Hand siegen sollten. Mist, mein Karagor ist jetzt woanders. So. Tarz des Messers. Warum ist der aufgedeckt? Unbekannter Hauptmann. Ota, der Höllenhetzer. Das ist seine Leibwache. Fragt sich, wie jemand so dumm sein kann, nicht zu betrügen. Furcht vor Ghulen? Furcht vor seinem Rivalen? Fernkampfangriffe schämen? Das ist sehr gut, dass er Fernkampfschaden bekommt. Ja, mein Karagor lasse ich da oben jetzt. Der ist weggelaufen. Keine Lust, da jetzt hochzulaufen. Ja, so weit ist es ja auch nicht mehr zu Torfin. Ich bin gespannt. Der große weiße Graug. Ich kann mich noch ganz, ja, wenig dran erinnern. Aber wir schauen mal. Das hat doch was zu bedeuten hier. Dass hier ein Karagor in der Nähe ist. Bringt uns das was, wenn wir mit dem Karagor, Karagor wirklich da ankommen zur Mission? Haben wir den dann auch im Fight? Warum springt er uns nicht an? Jetzt. Ich habe Y gemacht. Screwjob. Oh. Oh, 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 oh. Fuck. Scheiße. Jetzt bin ich echt durch den Karagor. Ich hab doch Y gedrückt. Wie kann es sein, dass wir über die Gedanken unserer Feinde herrschen können? Als der dunkle Herrscher, die Ork. Oh. Jetzt sind wir wieder am Arsch der Welt. Als eine Art gegeißelte Nachahmung der Elben erschuf, stellte er sicher, dass sie sich durch Angst kontrollieren ließen. Ich nutze nur, was er geschaffen hat. Ja, sorry, die Sklaven lasse ich jetzt mal. Leider Sklaven sein. Da ist ein Karagor. Und da springe ich jetzt rauf. Und dann habe ich den hoffentlich kontrolliert. Komm. Sehr gut. Und jetzt kann ich da hinlaufen. Ist da ein Graug? Jupp.
Moin. Lol. Wir sind ja schon da. Der große weiße Grauk. Torvin ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Holy shit, sah der krank aus. Torvin! Okay. Erstmal muss ich einen Karagor zähmen. Holy shit, das ist auch so ein Albino-Karagor. Wann gibt's den Y-Move? Du musst ihn brechen! Und ich muss dich auf Trab halten. Da wär's gewesen. Mist. Okay. Lass dir Zeit, Jungchen. Wenn wir Glück haben, stirbt der Grauk an Altersschwäche. Naja, oh, das gibt's doch nicht. Immer in dem Moment springt er mich an, wenn ich... ausweiche. So, komm jetzt. Greif mich an, damit ich Y drücken kann. Perfekt. So, Hinder. Das ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Torvin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Nein. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Torvin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Okay. Das ist ein großes Ding für ihn. Ich habe ein bisschen Angst. Mein Cargo ist so ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete.
tatsächlich der Meißel. Okay, wurde er irgendwie kontrolliert? Oh oh. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Ach egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwirren. Okay, entferne dich von ihm. Einführung. Graukbetäubung. Schieße dem angreifenden Grauk in den Kopf, um ihn zu verwirren und weiche ihm dann aus. Drücke RB, um einen betaubten Grauk anzugreifen. Ja. Scheiße, wir waren zu langsam. Mist. Okay. Okay, komm, RB. Nice. Ein guter Hit. Alter, der hat schon richtig viel Leben verloren. Das ist ja schon fast zu easy. Warte mal, wenn du... Was muss ich machen? Oh, ich halte ihn dann vom Fressen ab, wenn ich ihm den Kopf immer in die Hand schieße. Stimmt, der heilt sich ja so, ne? Stimmt. Schieße die Gule aus der Klaue des Grauks. Zusätzliches Ziel. Oh oh. Okay, warte mal. Verpiss dich, Ghoul. Nein, 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 nein. Hat er gefressen? Ja, Mist. Oh. Das ist echt nicht so einfach, seinen Kopf zu treffen ohne Fokus. Vor allem rechtzeitig zu treffen. So, zwei haben wir aus der Klaue geschossen. Ein noch. Nice, jetzt haben wir ihn den dritten rausgeballert. Ich kill die Ghule jetzt mal, die restlichen hier. Damit er nichts zu fressen hat. Okay, besiege den legendären Grauk. Ja, hier ist nichts mit... Ferse ist der große Schwachpunkt, oder wie? Bam, schöner Headshot. Komm. Oh oh. Guter Schuss. Komm, hinter. Bam, angreifen. Sehr gut. Oh. Guter Hit. Guter Hit. Er hat gut Leben verloren. Halte die Ghule auf. Scheiße. Ah, der darf keine Ghule fressen. Nein, 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 nein. Bam. Perfekt. Ah, jetzt bin ich auch... Ah, er hat schon wieder einen. Ah, und ich bin vergiftet. Mist. Alter, what the fuck.
dieser Giftspucker, ne? Der ist so nervig. Okay, er läuft verwirrt im Kreis. Oh Mann, wie ich sie hasse, diese Giftspucker. Fuck, er heilt sich halt einfach echt viel zu viel gerade. Und ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich muss ihm mal jetzt eben ein paar Ghouli überlassen. Ah, der Kampf ist nicht einfach. Vor allem, weil diese Giftdinger, ne? Die sind so nervig. Halt, warte. Da kann ich ihn noch dran hindern. Nice. Okay. Guter Hit. Warum funktioniert das manchmal und manchmal nicht? Oh. Holy shit, dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Mein Fokus ist gerade hops gegangen in dem Moment. Komm, guter Hit. Oh, er ist fast tot. Komm, jetzt wieder Ghule. Oh, halte die Ghule auf. Oh, ist das belastend. Wo sind die Kackviecher? Da sind schon wieder Säurespucker. Oh, ich bin schon wieder vergiftet. Ist das belastend. Alter, und wie viele Säurespucker hier sind. Komm, ich muss die Ghule killen. Fähigkeitspunkte zugewonnen, sehr gut. Ah, scheiße, er hat gerade eingegessen. Halt. Bam. Den hau ich dir aus der Klaue, Kollege. Warum sind hier auch Ghule? Gut, in der Höhle sind immer Ghule, aber... Nervig, sehr gut. Besiege den legendären Grauk. So viel Leben hat der nicht dazu gewonnen. Wo ist er? Na los, Kollege. Okay. Hä? Warum hat er mich geschossen? Das checke ich gerade tatsächlich nicht. Oh, das dürfte der letzte Hit sein. Komm. Ausgewichen. Sehr gut. Komm. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Oh, was ein Ungetüm. Komm her, Sohn. Ich habe etwas für dich. Vom besten Schmied. Vater, ist das für mich? Jeder Waldläufer hat seine eigene Klinge. Gib stets darauf Acht. Sie muss wie ein Dritter. Oh ja, und da sind wir wieder. Wir haben den legendären weißen Grauk erledigt. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren. Jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt,
wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Ist aber auch ein Sepp-Peter immer. Ich würde sagen, sehr, 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 sehr cool. Wir haben es geschafft. Die Jagd ist erledigt. Und ich reite jetzt noch da zu dem Punkt hin. Dann beenden wir den Part und machen im nächsten Part uns an den Plan weiter, unsere eigene Ork-Armee zu erschaffen. Und folge meinem Willen. Das klingt doch mal nach einer richtig nice Aktion, oder? Was denkt ihr, Leute? Unsere eigene Ork-Armee. Wir haben hier unseren Karagor. Ja, was eine Jagd, was ein Biest das war, dieser weiße Grauk. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.